Guck. Prösterchen. Willkommen zurück. So, Jack zockt. Top Raider. So, wir haben das letzte Mal für euch gestern und für mich gerade eben. Für denjenigen, der das ganze Ding hier am Ganzen guckt. Auch gerade eben. Sind wir hier am Grab stehen geblieben. Ich habe nochmal nachgeguckelt, wo das genau war, das Grab, weil ich es nicht mehr wusste. Oh, wo geht's jetzt weiter? Hat das irgendeinen Sinn hier oben? Muss ich... Ah, ich glaube, ich bilde mir ein, ob das so... Ach, lass doch mal das... Ja. Und? Nee. Nee. Das geht schon wieder gut los. Ja, wo steht der große Zeiger? Dort muss er hin. Wo bin ich? Hier bin ich doch hergekommen. Ja, Fackeln. Fuck. So, hier bin ich hergekommen, oder? Ja. Hier bin ich hergekommen. Also wieder rein da. Nächstes Grab. Grab. Ihr habt ja bei meinen Speicherplätzen, wenn ich hier speichere, habe ich ja ganz oben 63% stehen. Das ist von meinem letzten Spieldurchgang hier. Da hatte ich das im PC neu, da habe ich Tomb Raider hier mir geholt und hier draufgepackt mit allem drum und dran und zu sehen, wie das hier auf dem PC. So, wartet mal. Es lasst doch mal den Scheißdreck hier los, Mensch. Ich habe da hier so eine Ahnung, wie das ganze Ding hier zu sein hat. Jetzt nimm doch endlich mal diesen verfluchten Bogen. Ja. Und jetzt muss ich das, glaube ich, da so dran. Oder so. Ne, ich hatte mir das gerade neu damals, das hier auf dem PC, vorher das hat die PS3. Weil das hier spielen mit den höchsten Grafikeinstellungen, wie das hier auf dem PC ist. Ich hatte mir dann auch Rise auf der Tomb Raider. Scheiße. Und ich wollte das hier nochmal gespielt haben. Bevor ich den zweiten Teil anfange. Genauso wie ich es jetzt mit dem dritten hier vorhabe. Ich hatte ja schon gesagt, ich will den dritten. Den habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht da. Och nee! Wo denn? Ich hab's wirklich geschafft, in Lara in dem Grab sterben zu lassen. Das klingt auch gut, ich habe es geschafft, sie in einem Grab sterben zu lassen. Wo zum Teufel geht's da oben weiter? Vielleicht hier? Scheiße! Wir haben da vorhin hier geschafft, Licht zu machen. Ich hab doch gerade was gesehen.
Ach so, da ist was zum Hochklettern. Und als ich das schon mal durchgespielt habe hier auf dem PC, dann habe ich im Gegensatz zur PlayStation 3 damals die Gräber nicht mitgemacht. Nee, warte, ich glaube, du musst erstmal dort hochschießen, dann fällst du wieder runter. Ich sehe gerade nicht viel. Aber habe ich mir gerade mal was letztens über was überlegt. Grafikoptionen. Helligkeit. Ich werde das ganze Ding für euch mal ein bisschen heller machen hier. Weil YouTube da vor, die machen das ja auch noch ein Stückchen dunkler. Schließen. So. Wisst ihr, da kommt der jetzt drauf. Da kommt der jetzt drauf, das Spiel heller zu machen, wenn das Spiel fast vorhin zu Ende ist hier. So ein Arsch. Ich bin im Prinzip, sind die Gräber echt kurz gehalten. Gibt es ja wieder Seil, wo ich runterrutschen kann, oder muss ich hier erst wieder. Wenn ich hier runter springe, dann ist die gute Lara. Naja, da würde es ihr schlechter gehen. Gibt es einen schnelleren Weg raus? Gut, wir versuchen jetzt mal da unten auf die Stange da zu hüpfen. Oder? Ja, nee, ja. Und, alle hepp. Ja, bitte, es geht doch. Steck doch mal die Knarre weg, Mann. Runter hier. So. Das Grab im Bergwald ist Geschichte. Jetzt können wir an den Strand zurückgehen. Ich gehe aber noch mal kurz an die Anfangsstelle. Dort hatte ich erst auch ein Grab gesehen. Kann mich gerade nicht daran erinnern, dass wir das gemacht haben. So. Ja, steck mal die Fackel weg, ja. Überlebensinstinkt, ja. So. Ein Überlebensinstinkt bricht aus, wenn ich eine Fliege sehe. Dann lass dich drauf. Hier ist doch bloß das eine Mensch. Aber hier, was haben wir? Können wir beim Bogen noch irgendwas machen? Hier, gehen wir auf den Bogen hier, aber Flucht da mal. Hier hat man alles voll. Was? Brandmunition, das klingt gut. Das gefällt mir. Brandmunition. Feuer. Ach Mensch, Schnellreise. Mensch, verflucht da mal. Ja, komm. Schnellreise, wo ist es denn? Maus hier. Oh, Schnellreise. Küstenwald. Hier war doch irgendwo. Nee, warte mal. Küstenwald. Bergtempel. Bergdorf. Was hat man die Gräber? Zugang zur Basis gab es keinen. Bergbasis gab es auch keinen. Basis Außenbereich auch nicht. Barackenstadt. Ja, das sind diese ganzen 20 und die ganzen Prozentsachen, um dann hier im kompletten Spiel 100% zu kriegen. Barackenstadt hat man alles. Oh. Das hat man. Hier sind wir jetzt. Cool, das Strand mit Schiffswrack. Ach, das ist tatsächlich das dort. Das habe ich erst verwechselt mit dem Anfang. Gut, am Anfang gab es ja wirklich keinen Grab. Ich dachte erst, ich habe mich hier. Komm, geh mal an den Strand zurück. In das Grab, was wir erst gefunden haben, kommen wir noch nicht rein. Und ich glaube, wenn wir jetzt der Story weiterfolgen, auf dem Weg dorthin werden wir noch eins finden. Oh, und deswegen werden wir jetzt einfach mal weitermachen.
Wir haben noch zwei Gräber, das eine, wo wir noch nicht reinkommen und... Oh. Reden wir erstmal mit den Leuten, so richtig rollenspieltechnisch. Irgendwelche Anzeichen von den Plünderern? Nein, es ist ruhig. Wenn sie da wären, wüsste ich nicht, worauf sie warten. Wenn sie da wären. Lara, ich weiß, du traust Whitman nicht. Aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Er ist durch das alles sicher überfordert. Aber ich glaube nicht, dass er uns verraten würde. Hoffentlich hast du recht. Alex ist zu lange weg. Ich hätte ihn nicht alleine gehen lassen sollen. Du solltest aufbrechen. Du musst Alex finden. Also bei den Gesprächen hier gehört auch zu den 100%. Da muss man mit jedem, der hier rumsteht, mal kurz sprechen, bis die Sprachoptionen nicht mehr zu sehen sind. Wenn man mit allen... Sobald alles aufgebaut ist, können Jonah und ich die Maschine rausheben und Reparaturen durchführen. Ich brauche mein Werkzeug. Was du auch tust, bring es zurück, Lara. Na los, steh hier nicht rum. Geh zur Endurance und hol mein Werkzeug. Gehen wir. So. Wo sind die anderen? Wir wollen auch mit den anderen hier reden. Ja, es gibt die Büchel. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panirs grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Du willst von der Insel wegschwimmen, hab ich das gerade richtig verstanden? Das war ja gerade hier der Jonah dort, der... Ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Mille, mille, mille. Entschuldigung. Wo sind die anderen jetzt hier? Verflucht doch mal, Mensch. Scheiße. Ich find sie nicht. Ich will endlich mal der Story weitergehen hier. Wo sind die anderen jetzt? Komm. Weißt du was? Ihr könnt mich gleich an die Füße fassen. Ich gehe ja weiter, ja. Das werde ich jetzt auch tun. Weiter hier. Wildschwein. Oder Wildschwein oder Keiler. Bürgungsgut. Oh. Und steck doch mal die Knarre weg, nimm doch mal das Ding hier. Und nu?
Klettern wir mal. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt. Funkstille. Alex, was machst du da? So, die haben ja mal wieder ein bisschen mit dem Handy rumgespielt, die haben ein bisschen miteinander gequatscht hier und jetzt ab hoch hier. Na gut, hier. Dort liegt Bergungsgut und da sind. Was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Welche Frau hat alle Gefangenen befreit und alle anderen umgelegt? Wo zum Teufel ist es? Hilfe schnell! Na komm, forderte. Doch mal. Was hast du für mich? Ein Geschenk? Geschenke sind gut. Geschenke nehme ich. Oh. Och ja. Ich hoffe, die brauchen sie uns. Die fragen sich nicht mehr, wo Lara ist. Ups. Klettern, 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 immer klettern. Ups, hoch ja. Da! Wirst du dich festhalten? Erreichen Sie das Wrack der Endurance? Oh man. Geht mal hin. Hops, hoch ja. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Nur keine Sorge. Wir sagen, er ist durchgedreht und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen. So leicht überlebt man Granaten. So, hier ist das Grab drin, was ich gesucht habe. So, und da gehen wir jetzt auch rein. Dann dürfte eigentlich nur noch das eine Grab sein, wo man nicht reinkommt da unten. Ich hoffe mal, dass man jetzt das so jetzt bis wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Was? Das sieht aus wie Keksel. Ja, mehr oder weniger. So, habt es gesehen? Guckt es euch gut an, Leute. Hier, guckt euch das an hier. Das sieht aus wie eine so. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Das ist das, was ich meine. Man hier ein bisschen hier rumdrehen, da findet Lara noch was und so und erzählt noch ein wenig was. So, weiter hier. Wo kommen wir hier hin? Hier können wir einen Schrank blendern. So, was haben wir hier noch? Mumpeln. Mitnehmen, weiter. Oh, hoch hier. So, weiter. Immer weiter, Lara. Sind wir noch richtig? Mumpeln? Nee, keine Mumpeln.
sind aber noch auf dem Weg zum Grab, ja. Angesenkt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Es quietscht sogar noch. Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Drück. So. Laufe ich jetzt noch richtig oder ist es das, wo ich gerade angekommen bin? Ich bin mir da nicht sicher. Nee, wir waren noch bei keinem Lager hier am Grab. Fähigkeiten. Töten. Lara soll besser töten können. Hier haben wir alles. Hier sind zwei. Orientierung, Kartografie. Bogenexperte. Was machen? Benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schalten Sie das Kopfschuss-Fadenkreuz frei. Machen wir. Nehmen wir mit. Bogenexperte. Hier sind wir gerade hergekommen, hier müssen wir lang. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Hey. Trickst du? Der Sturm ist noch da. Wie kann das sein? Ach Gott, das war doch auch sowas, ja. Hoffen wir, dass in den nächsten paar Minuten, ja. Drück mal hier auf den Knopf drauf, komm. Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Gibt es auch. Ach, was du jetzt mal mit der Knarre willst, Mensch. Bleibt das jetzt so? Nee. Mich hier rein. Ach so, na, Moment. Guck mal hier, komm hier, guck mal, jetzt können wir hier ranziehen. Na nun, zieh. Gehen wir mal hier runter. Alle hab's. So. Nein. Scheiße. Wir haben es wieder geschafft, in den Grab zu verlegen. Oh. Es muss einen Weg über dieses Wasser gehen. Gibt's ja auch. Jetzt steck doch mal die Knarre weg, Mann. Nur noch einmal. Schieß doch mal ran hier. Wir brauchen das Floß hier, also bleibt doch mal. So, zieh's ran hier, komm.
so, ja, hier. Hallo, ach Mensch. Jetzt. So, guck mal das mal. Dann so. Den da. So. Wie es aussieht, ist das Licht. Und nicht Licht ausschalten, da ist dunkel. Oh. Hä? Und jetzt? Hier oben kommen wir dann zurück. Hier oben bis mal. Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Ich muss da drüben hin. Kann man hier irgendwas anfassen? Nee. Aber hier oben muss doch auch irgendwas sein. Achso, hier können wir das Floß ranholen oder. Ah, warte. Ich hab's. Ich hab was. Ich weiß jetzt, wie es war. So. Lass ihn hier hoch. So. Gefahr gebannt. Jetzt können wir ins Wasser gehen. Ich denke, das sollte von der Zeit dann auch ganz gut passen. Nochmal. Wenn der jetzt nicht noch mehr kommt. Ein Lagerraum. Artefakte aus einem alten Grab. Wonach haben Sie gesucht? Hier ist das, was wir wollen. So. Na, gehen wir so gleich zu dem Grab zurück. Wir gehen jetzt nicht. So. Grab durchsucht. Überflutete Gewölbe gemeistert. Jetzt sollten wir bis auf das Grab, wo wir nicht reinkommen, alle haben. Ja. Denke ich mal. Und damit könnten wir eigentlich schon wieder fast Feierabend machen für die Folge. Und wenn es jetzt bis 29 Minuten sind, dann sind es halt bis 29 Minuten. Da kommen wir wieder raus. Aber wir haben jetzt unterwegs. Ja, das haben wir doch gerade gemacht, Mensch. Da gucken wir nochmal auf die Karte hier. So, das haben wir gemacht. Hier drüben haben wir eins gefunden. Das Ding hier oben, wo der Pfeil ist, wo der Cursor ist. Dort kommen wir noch nicht rein. Das machen wir dann, wenn wir reinkommen. Dann haben wir alle Gräber zusammen. Sollten wir eigentlich. Ich gucke da nochmal nach. Und dann könnten wir eigentlich ganz entspannt der Hauptstory bis zum Ende folgen. Das werden wir ab der nächsten Folge auch tun. Gucken wir mal, ob wir mal Lara hier noch was mitgeben können. 478, dann müsste da was dabei sein. So, Outfits, normale Ummantel. Was ist das Ding hier? Was haben wir hier? Ein ummantelter Schaft, der für weitere Stabilisierung beim Feuern sorgt. Patronenmagazin. Patronen müssen nicht mehr einzeln nachgeladen werden. Was das Nachladen beschleunigt. Das klingt immer gut. So.
Waren wir schon wieder so weit? Jo. Tue ich mich jetzt um 5 Minuten? Und wenn es 5 Minuten zu wenig sind, ich renne jetzt nicht extra weiter, wir kommen hier wieder in eine Kampfgelage rein. Das wird dann wieder überzogen und dann ist auch wieder doof. Ihr solltet heute Dienstag haben. Speicherstand erstellt. Jo. Und um Tschüssi zu sagen, hier, mal ein bisschen das Licht hier, Lara. Ich will, die Leute wollte ich sehen. Jo. Und damit sage ich wieder einmal, meinen üblichen Schlusstext brauche ich mir in Zukunft so ein bisschen. Und sage ganz einfach, Dankeschön fürs Zusehen. Und damit auf Wiedersehen.